Ich bin das, was man ein sogenanntes Besatzungskind nannte oder nennt. Mein Vater, den ich leider nie kennenlernen durfte, war britischer Besatzungssoldat hier in Berlin. Diese Einzelheiten weiß ich nachher von später her, von meiner Mutter und auch aus Unterlagen heraus. Meine Mutter war beschäftigt bei der Telefunken, später AEG Telefunken. Und meine Großeltern waren ja gut, die waren damals dann schon Rentner. Meine Mutter war auch schon etwas älter, als ich geboren wurde. Mein Großvater war beschäftigt bei dem britischen Konsulat, also erst beim chinesischen, später beim britischen Konsulat, was das Glück mit sich brachte, dass er nie eingezogen wurde. Bedingt dadurch, also in der letzten Zeit des Krieges, als sie dann also alles gezogen haben, was noch laufen konnte irgendwo, mein Großvater in der Botschaft geschlafen und ist dann nur mit dem Auto zu Hause vorgefahren und hat Paket rausgereicht und ist dann wieder zurückgefahren. Er hat nie das Botschaftsgelände verlassen. Wenn er den Wagen verlassen hätte, hätten sie ihn. Aber so hat er Glück gehabt, dass er nie zum Militär musste. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit entsprechenden Schwierigkeiten verbunden war, ohne die Eltern aufzuwachsen, gerade in der Nachkriegszeit. Was bedeutete das für Sie? Ich muss sagen, nach rückblickend betrachtet, habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich habe in meinen Großeltern ein sehr gutes Elternhaus gehabt, ein sehr liebevolles Elternhaus gehabt. Meine Mutter war etwas weiter weg. Bedingt durch Umstände, die dadurch führten, dass meine eine Tante bei damals Hermann Tietz, später Hertie, beschäftigt war und eine andere Tante als Schneidermeisterin tätig war, ging es uns eigentlich nie wirklich schlecht. Was schlecht sein oder schlecht gehen bedeutete, das habe ich erst viel später von anderen erfahren, die auf die Felder stoppeln gegangen sind. Ich kann mich erinnern, ich weiß aus Erzählungen, meine Großeltern waren zweimal ausgebombt, das war aber vor meiner Zeit, und haben dadurch später dann auch Care-Pakete bekommen. Und diese Care-Pakete, die waren, ja, Wunderkiste. Nur wir konnten diese Wunderkiste nutzen. Also es gab dann außer mir noch meine Cousine in unmittelbarer Nähe. Die Schokolade, die da drin war, die konnten wir wirklich genießen. Auch Käse und Butter und so, also in Büchsen war das. Währenddem ich später von anderen gehört habe, wo diese Dinge wirklich eingeteilt wurden und lange, lange möglichst reichen mussten, weil die Leute nichts hatten. Also uns ging es in dem Sinne gesehen nie wirklich schlecht. Hungern, frieren, habe ich nie kennengelernt. Ja, und zur Zeit der Besatzungszeit, während 48, 49, war ich noch zu klein, da kann ich mich nicht dran erinnern. In der Schule hatte ich nachher Schwierigkeiten, dass da dann, sagen wir mal, die Kinder, die Väter hatten, wo also die Väter auf der Matte standen, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dann das doch anders wirkte, als wenn meine Oma kam. Und von daher, ja, und dann nachher später auch im Freundeskreis, kann mich gut erinnern, wir wohnten dann nachher schon in Britz. Und da hatte ich eine Freundin, eine Schulfreundin, wir haben super verstanden und auf einmal spielte die nicht mehr mit mir und kam nicht mehr zu mir. Und ja, was denn los wäre? Ja, ich darf nicht mehr mit dir spielen, du bist unehelich oder hast keinen Papa oder was er jetzt genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber es zielte darauf hinaus. Und es war doch schon, sagen wir mal, Dinge, die wehtaten. Und was dann am meisten wehtat, war dann, wenn ich meine Mutter nach meinem Vater fragte, die Antwort kriegte, es geht dich gar nichts an. Das hat sich erst geändert, als ich Mitte 20 war und dann wirklich mal energisch mir dieses, das geht dich gar nichts an, nicht mehr gefallen ließ. Wo sie mir dann also wutentbrannt mehr oder weniger die Unterlagen, die sie hatte, auf den Tisch gelegt hat.
Und seitdem ich einiges weiß, wer er war und was er gemacht hat. Und, aber ja gut, ich habe dann nochmal versucht, ihn zu finden übers britische Konsulat. Aber das Wichtigste, was die brauchten, nämlich seine Dienstnummer, die hatte ich nicht. Und die, wenn meine Mutter sie hatte, hat sie sie mir entweder nicht gegeben oder sie hat sie nicht gehabt, das weiß ich nicht. Also ich weiß, meine Klassenlehrerin damals noch, eine gewisse Maria, kann ja den Namen heute nennen, die lebt ja wahrscheinlich nicht mehr. Die hatte die Angewohnheit, uns Kinder, wenn wir was gemacht haben, so das Ohrläppchen umzudrehen. Und da hat die mir einmal beides Ohrläppchen unten eingerissen. Und bei den anderen Kindern, da tauchte dann irgendwann mal der Vater auf und hat da mächtigen Rabatz gemacht. Und bei mir kam meine Oma. Die hat sie sich noch nicht mal angehört. So nach dem Motto, ich soll mich nicht so haben. Und währenddem bei den anderen Kindern, wo der Vater auf der Matte stand, das dann doch schon Wirkung zeigte. Ne?